Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Prey Guide. In den nächsten Minuten möchte ich euch die Fundorte von 25 Chipsätzen für euren Anzug oder das Psyscope zeigen. Den ersten Chip findet ihr direkt noch hier im Testbereich. Ihr braucht quasi nur aus eurem Apartment raus Fenster einschlagen und dann hier auf das Regal klettern. So, ihr könnt jetzt sehen, dass ich hier einen Pirscher-Chipsatz für meinen Anzug bekommen habe. Das muss aber nicht sein, denn was für ein Chipsatz immer an den Orten liegt, ist vollkommen zufällig. So, und auch der nächste Chipsatz ist direkt im gleichen Raum. Ihr müsst nur den Safe aufkriegen. Normalerweise müsstet ihr dafür erstmal in euer Büro und da in der Aufzeichnung nachgucken, wie der Code ist, der hier von der Tafel weggewischt wurde. Aber da das eine Videosequenz ist, ist der Code immer gleich. Und ihr könnt hier direkt an den Safe gehen und mit 5150 kriegt ihr ihn auf und bekommt ein weiteres Chipsatz. Ich gehe das Ganze jetzt nach den Abteilungen durch, die ihr so chronologisch abarbeitet. In diesem Bereich der Neuromotivation würdet ihr erst reinkommen, wenn ihr relativ spät im Spiel seid. Denn die Tür, durch die ich jetzt gerade durchgegangen bin, die kriegt ihr mit einem Code auf, den ihr oben in den Besatzungsquartieren bekommt. In dem einen Raum, der gegenüber von Alex Hughes Suite ist, also auf der höchsten Etage auf Ebene 3. Ja, und dann könnt ihr euch hier durch so einen kleinen Wartungsschacht zwängen und da findet ihr dann weiteren Chipsatz. Also hier liegt der. Das wäre hier tatsächlich jetzt der Fabrikationsbereich, für den ihr ein Level 4 Hack bräuchtet, wenn ihr durch die Tür normal durch wollt. Den nächsten Chipsatz findet ihr dann in eurem Büro. Das heißt, theoretisch ist das einfach nur der Schrank, in dem DLC bzw. Vorbestellergegenstände sind. Das wäre dieser hier. Da kommt ihr wahrscheinlich nicht dran, wenn ihr nichts bekommen habt. Ein weiterer befindet sich in der Human Resources Abteilung, die ist direkt vom Eingang aus, durch den ihr reinkommt. Ihr müsst hier entweder schwer heben haben oder irgendwie eine Recyclergranate oder sowas, um das ganze Möbeljahr da wegzuräumen. Oder Mimikry mit einer Verwandlung in irgendeine kleine Frucht oder sowas wird auch funktionieren, um hier reinzukommen. So, zum besseren Verständnis zeige ich das Ganze nochmal kurz auf der Karte. Wir sind jetzt halt in dem Lobbybereich, also haben die Neuromod Division verlassen. Die Lobby verlasst ihr als erstes in Richtung Hardware Labs, Maschinenlabor heißt es auf Deutsch. Und da solltet ihr dann den Bereich dieses Theatersaals anstreben. Also ihr könnt schon von den Zuschauerrängen aus sehen, dass da drin jemand getötet wird. Und unter dieser Theaterplattform ist ein Lagerraum, in dem der nächste Chipsatz liegt. So, das war jetzt also das Theater und hier die Treppe runter und dann nochmal kurz um Ecke ist die Tür, die euch zum Chipsatz bringt. Ganz einfach zu finden. Eigentlich, wenn man danach sucht. Der nächste Chipsatz ist jetzt am anderen Ende des Maschinenlabors. Ich laufe jetzt also einmal wirklich komplett durch. Wenn ihr das zum ersten Mal macht, müsst ihr natürlich einen anderen Weg nehmen. Ich habe hier schon alles Mögliche repariert, beziehungsweise Türen freigeschaltet und so weiter. Wo wir jetzt hinwollen, ist dieses Türchen, was hier unten am Boden ist, was zu dem Satelliten führt, der den Albtraum ablenkt. Und mir ist hier nichts anderes bekannt, als wirklich Reparaturstufe 3 zu haben und diese Moon dort zu reparieren, damit die aufklappt. Und dann könnt ihr da unten euch den neuen Chipsatz rausholen. Mir ist nicht klar, ob man das irgendwie anders noch regeln könnte. Ich nehme an, das geht wirklich nur mit der Reparaturfähigkeit. Das heißt, ihr könnt das nicht in einem Durchlauf machen, wo ihr ohne Fähigkeiten spielt. Ja, generell sollte ich vielleicht noch einmal erwähnen, ich habe das Spiel einmal mit dem 1.0.1-Patch durchgespielt und jetzt mit dem neuen Patch wiederum und die Fundorte unterscheiden sich ein wenig. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das an dem Patch liegt oder ob irgendwie eine kleine Zufallskomponente noch zusätzlich an den Fundorten ist. Also verurteilt mich nicht, wenn an irgendeinem Ort jetzt gerade nichts bei euch liegt. Hier sind wir übrigens mittlerweile in der Shuttle-Abteilung. Ich gehe jetzt zu den Rettungskapseln, die es da drin gibt. Ihr bekommt den Generalschlüssel von January, sobald ihr mit dem Maschinenlabor fertig seid. Und dann könnt ihr in die Shuttle-Abteilung oder in die Psychotronik-Abteilung. Ich wickle jetzt erstmal kurz die Shuttle-Abteilung, das Shuttle-Dock ab und gehe dann weiter zu der Psychotronik-Abteilung.
Der Chipsatz ist, wie ihr sicherlich jetzt schon erkennen könnt, in dieser einen Kapsel, die sich nicht öffnen lässt. Was halt ein bisschen problematisch ist, ich versuche hier gerade mit Mimikry reinzukommen. Also das ist eine Fähigkeit, die ihr durch Scannen von normalen Mimics erlangen könnt. Und ja, dafür müsste man jetzt irgendwie eine kleine Frucht, eine Runde oder halt irgendeinen anderen kleinen Gegenstand haben, in den man sich verwandeln kann und wodurch man dann hier reinkommt. Dummerweise ist der erste Gegenstand so hingefallen, dass ich ihn nicht anvisieren kann. Von daher muss ich das Ganze noch ein zweites Mal machen. Ich habe auch versucht, hier irgendwie eine Sauerstoffflasche zu benutzen, um die Tür aufzusprengen. Aber die scheint sich wirklich überhaupt nicht zu bewegen. Von daher sehe ich Mimikry hier als einzige Fähigkeit an, um an den Chipsatz zu kommen. Der nächste Chipsatz, den ich euch jetzt zeige, ist ebenfalls in diesem Shuttle Dock zu finden. Ihr müsst dafür aber einmal den Gravitationslift erst einschalten. Das heißt, wenn ihr hier vom Eingang aus geradeaus direkt drunter springt und euch dann umdreht, dann steht ihr vor einer Tür. Geht ihr da rein und dann sofort in den ersten Raum links, da findet ihr dann die Steuerung für die Gravitationslifte und die aktiviert ihr einmal. Dann könnt ihr hier wieder hochgehen über die normalen Treppen und könnt dann den Gravitationslift hier hinter dem Informationsschalter benutzen, um nach oben zu der Shuttle-Kontrolle zu kommen und zu dem Büro, wo ich gleich reingehe. Ja, und die Tür hier könnt ihr auch von der anderen Seite öffnen. Also ihr könnt einmal an dem Geländer quasi außen rum gehen und dann die Tür von innen öffnen. Das ist nicht das Problem. Ja, und das hier ist Mia Byers Büro. Da gibt es den Chipsatz. Das sollten alle Chipsätze gewesen sein, die es in dem Shuttle Lock zu finden gibt. Jetzt mache ich weiter mit der Psychotronik-Abteilung. Also das ist jetzt wirklich gerade der Eingang von der Psychotronik-Abteilung gewesen. Und da müsst ihr ja quasi als erstes dieses Psychoskop finden, damit ihr Aliens scannen könnt, Mimics scannen könnt. Und das ist hier in der Frauenumkleide oder was auch immer das ist. Das hier müsstet ihr wegschießen, da kommen ein, zwei Mimics raus und dann bekommt ihr hier dieses Psychoskop. Und bei dem gleichen Leichnam gibt es auch einen Chipsatz. Das ist bei mir bisher immer dieser Mimic-Detektor gewesen, der halt unheimlich praktisch ist, weil man versteckte Mimics sehen kann. Und hier unten in diesem kleinen versprengten Kabuff gibt es tatsächlich noch einen zweiten Chipsatz. Also wenn ihr genau auf die gegenüberliegende Seite geht von diesem Leichnam, ans andere Ende, da ist so ein kleiner abgesperrter Raum, in dem er wieder in dem Eingang direkt so einen riesen Traglastcontainer steht. Den habe ich jetzt schon beiseite geschoben. Könntet ihr mit einer Druckluftflasche wegsprengen oder wegheben oder was auch immer und dann kommt ihr hier tatsächlich an dieses Fach an der Wand, wo drin ihr einen weiteren Chipsatz findet. Die Karte verrät in dem Fall hier zwar nicht so viel, aber zumindest zur ungefähren Orientierung möchte ich es euch kurz mal zeigen. Der nächste Chipsatz innerhalb der Psychotronik-Abteilung befindet sich jetzt in dieser Looking Glass Station, in diesem kleinen Theater unter dem Büro des Direktors. Ich gehe den ganzen Weg jetzt wieder vom Eingang aus ab, damit ihr eine bessere Orientierung habt, aber ich denke mal, ihr könnt euch schon ungefähr vorstellen, wo ich hingehe. So, nach diesem Lift meldet sich normalerweise Alec bei euch bezüglich des Psychoskops. Und das hier ist noch zu am Anfang, dann müsst ihr einfach mal ein bisschen Glue wegschießen. Dann könnt ihr an den Terminal gehen, da das Theater entriegeln. Dann geht diese Tür auf, durch die ich gerade gegangen bin. Und hier unten findet ihr den Chipsatz. Und da das jetzt tatsächlich ein bisschen schnell ging, lasse ich euch nochmal kurz einen Blick auf die Karte erhaschen. So, und der nächste Fundort ist jetzt noch weiter hinten in der Psychotronics-Abteilung. Deswegen mache ich das jetzt nicht wieder ganz vom Anfang. Denkt euch einfach von diesem Punkt an, wo ich gerade noch war. Also hier jetzt, auf der linken Seite war jetzt gerade das Direktorbüro. Also quasi, wo ihr diese Psychoskop-Sache zum ersten Mal einsetzen müsst. Und jetzt laufe ich weiter durch. Und hier hinten geht es auch zur Leichenhalle. Also jetzt rechts runter wären die Fahrstühle zur Leichenhalle. Das sage ich, weil ihr da eine Keycard bekommt in der Leichenhalle, die wir später noch brauchen. Da bekommt ihr diese Keycard für den Raum von Bellamy. Zeige ich euch nachher in dem Besatzungsquartier. So, diese Keycard kann man meiner Meinung nach gar nicht verpassen. Ich bin hier gerade in der Magnetsphärenkontrolle. Das ist ein Eingang, den ihr nehmen könnt von der Gatzröhre aus. Durch die Gatzröhre müsst ihr durch. Irgendwann kommt ihr an eine Stelle, wo ihr eine Keycard braucht. Und die bekommt ihr halt von dem Leichnam hier, der durch die Magnetsphäre schwebt. Und wenn ihr die an euch nehmt, dann
nehmt ihr quasi zwangsläufig dieses Chipset gleich mit auf. Insofern, wenn ihr also vor dieser verschlossenen Tür steht, dreht euch einfach um, guckt quasi nach oben, sag ich mal, irgendwo schwebt da ein Leichnam und bei dem Leichnam ist auch der Eingang zu der Magnetsphärenkontrolle und dann seid ihr quasi hier. Von der Gatzröhre aus kommt ihr automatisch ins Arboretum, in dessen Zentrum ich jetzt gerade stehe. Ihr seht, ich gehe Richtung Lobby, also hier hinter der großen Tür wäre der Fahrstuhl, aber davor gibt es noch die Medbay. Ich habe hier jetzt schon die Kiste weggestellt, beziehungsweise mit einem Recycler entfernt, die das Ganze da blockiert hat. Und dann kommt ihr quasi hinter diese Displays und da findet ihr den Chipsatz. Ein weiterer Chipsatz ist jetzt in dem Gewächshaus, wofür ihr auch extra eine Quest bekommt. Also sobald ihr euch dem nähert, schreit irgendwer, dass ihr ihn retten sollt, denn in dem Gewächshaus ist ein Telepath drin. Am besten klettert ihr mit dieser Glue Cannon, also macht euch einfach eine Treppe, entweder hier vor, weil das nicht so günstig ist, weil die Tür das Glue nicht haften lässt, macht es besser an der Seite, geht dann hoch. Erledigt vom Dach aus den Telepathen und dann könnt ihr runterspringen, ohne dass hier irgendwer gestorben ist und euch das Chipset holen. So, das nächste Chipset ist jetzt quasi im Büro von Alec Yu. Der wird euch auch später bitten, wenn ihr in der Hauptstory weit genug seid, das da rauszuholen. Wenn ihr so schnell wie möglich schon an dieses Chipset kommen wollt, dann bräuchtet ihr diese Wer ist Dezember Quest. Also die startet auch automatisch und dafür müsstet ihr dann einmal zurück in die Neuromod Division. Dort findet ihr die Semba und durch den bekommt ihr dann den Safe-Code für Alec Yu Safe. Dann arbeitet ihr euch hier im Arboretum mit der Glue Cannon mal wieder nach oben, so wie ich das gerade gemacht habe, weil die Fahrstühle, die ihr da gerade gesehen habt, noch nicht funktionieren. Und wenn ihr dann in dem Büro seid, dann bräuchtet ihr hier mal wieder Tragkraft, um diesen Behälter hinten links im Bild zu entfernen. Ihr könnt aber alternativ, wie ich auch, eine Recycler-Granate nehmen, um hinter diesen Looking Glass-Bildschirm zu kommen, denn da versteckt sich Alec Yu Safe und den könnt ihr dann, wie gesagt, mit dem Code von Dezember öffnen. Wichtig ist an dieser Stelle bzw. beim Safe nicht nur, dass ihr hier das Chipset mitnehmt, sondern ebenfalls die Keycard, die da drin ist, denn damit öffnet ihr später Alec Yu's Suite in den Besatzungsquartieren, wo wir gleich auch noch rein wollen. Und genau da mache ich jetzt weiter, also zumindest in den Besatzungsquartieren. Das erste nächstgelegene Quartier ist das von Jorgen Thorstein. Das ist hier auf der rechten Seite die erste Tür links. Um in das Quartier zu kommen, braucht ihr natürlich Jorgen Thorsteins Karte. Die bekommt ihr in dem Maschinenlabor, wo wir vorhin schon mal waren. Wenn ihr da ganz am Anfang nach oben geht, da ist Jorgen Thorsteins Büro und dort greift er euch auch an. Das heißt, wenn ihr ihn erledigt habt, könnt ihr die Keycard von ihm mitnehmen und damit dann später, wenn ihr hier in den Besatzungsquartieren seid, die Tür öffnen. Auch wenn wir jetzt quasi nur eine Tür weiter wollen, zeige ich euch nochmal den kompletten Weg. Wir wollen jetzt in das Quartier von Bellamy. Wie vorhin schon erwähnt, müsstet ihr in der Psychotronikabteilung einmal mit dem Lift runter in die Leichenhalle fahren, also da, wo ich vorhin euch den letzten Chipsatz gezeigt habe. Dann öffnet ihr die Tür von der Leichenhalle von innen, indem ihr einfach mit so einer Armbrust auf den Türöffner schießt und dann geht ihr an diese ganzen Behälter mit den Leichen und bei einer findet ihr diese Keycard. Das nächste Chipset ist jetzt in dem Quartier von Dr. Ikwe. Ich bin mir nicht sicher, ob das generell auf ist oder ob der euch die Karte gegeben hat. Auf alle Fälle begegnet ihr dem in der normalen Geschichte des Öfteren und irgendwann bittet er euch auch in sein Quartier zu gehen. Von daher sollte das kein Problem sein, da reinzukommen, auch wenn ich mir gerade nicht im Klaren bin, wie ich das geschafft habe. Jedenfalls findet ihr hier im Schreibtisch einen weiteren Chipsatz. So, der nächste Chipsatz oder die nächsten Chipset C sind jetzt in den Executive Suites, also in eurem Quartier, in dem Quartier eures Bruders. Und da ist noch ein drittes, wo ihr wie gesagt einen Code drin bekommt beim E-Mails lesen, um an das Neuromod Division Ding zu kommen, was ich euch am Anfang schon gezeigt habe. Diesen Code, den ich hier habe, der ist natürlich mal wieder zufällig, den könnt ihr nicht benutzen, aber den bekommt ihr ganz einfach, wenn ihr hier vom Eingang aus links so die erste Treppe hochgeht, das ist so eine Art Wartungsraum, wo ein Recycler drin ist und gegenüber vom Recycler klebt so ein kleiner gelber Notizzettel, auf dem steht der Code drauf.
Zugegebenermaßen hätte ich jetzt einfach nach nebenan laufen können, aber ich habe das Ganze auch nicht unbedingt für dieses Video gefrapst, sondern immer wenn ich was finde, dann zeige ich den kompletten Weg. Von daher jetzt nochmal von Anfang an. Wir wollen einfach in das Büro von LAQ, also eurem Bruder. Und wie schon erwähnt, bekommt ihr die Keycard, um da reingehen zu können in LAQs Büro, wo wir gerade noch waren. Also in diesem Tresor hinter dem Looking Glass Display. Und hier liegt der nächste Chipsatz einfach auf dem Bett. Ja, Neuromods gibt es hier auch. Und eventuell solltet ihr mal unter diesen Globus-Helm oder was das ist gucken, der da neben dem Bett steht. Da liegt auch noch eine Keycard drunter. Wir nähern uns jetzt so langsam dem Ende des Videos. Zumindest den, ich glaube 25 Chipsätzen waren es, die ich so problemlos gefunden habe. Wir sind jetzt hier im Deep Storage oder der Datenzentrale. Den Code, den ich hier gerade eingebe, den bekommt ihr in dem Raum davor. Auf der rechten Seite, da steht so ein Terminal und bei dem gibt es einen Notizzettel, glaube ich, auf dem der Code drauf stand. Wir wollen jetzt nach oben in Daniel Shaws Büro. Da müsst ihr für zahlreiche Aufgaben der Haupthandlung und auch von Nebenquests hin. Und hier müsst ihr einfach geradeaus durchgehen und dort findet ihr einen weiteren Chipsatz neben dem Crossbow hier auf dem Schreibtisch. Und zu guter Letzt könnt ihr jetzt noch draußen, also im Außenbereich, nach Chipsätzen suchen. Ich habe hier nicht so die genialen Aufnahmen von, muss ich gestehen. Also bei Grant Lockwoods Leichnam findet ihr einen Chipsatz. Da könnt ihr einfach Grant Lockwood an einem Besatzungsterminal markieren und dann seinen Leichnam quasi draußen ansteuern. Sollte recht einfach zu finden sein. Und außerdem gibt es noch einen Leichnam bei einem dieser Trendstar-Schilde. Also das ist wirklich orientierungsmäßig hier sehr schlecht zu zeigen. Aber diese blauen Schilde könnt ihr ja eigentlich nicht verfehlen. Und an dem hat sich so ein Leichnam verändert. Hier gibt es auch irgendeine komische Art von Anziehungskraft oder sonst was. Außerdem kann man den nicht so richtig plündern, wenn der sich gerade in einem anderen Gegenstand befindet. Ist alles nicht ganz so einfach. Ich habe hier in der Aufnahme auch ein, zwei Probleme. Aber dort findet ihr auf alle Fälle einen weiteren Chipsatz. Ich habe hier draußen auch irgendwann mal so eine 2- oder 3er-Kombination von Rettungskapseln gefunden. Und da könnt ihr, glaube ich, in der Mitlasten auch nochmal einen Chipsatz finden. Aber ich glaube, das ist irgendwie zeitgesteuert. Also ich habe es jetzt nicht erörtern können, wann die Kapseln da sind und wann nicht. Das soll es meinerseits an dieser Stelle jedenfalls gewesen sein. Mehr Chipsatz-Fundorte habe ich erstmal so im normalen Durchlauf nicht gefunden. Ich hoffe, das Video konnte euch ein, zwei neue Fundorte aufzeigen. Und wenn ich euch somit ein klein wenig geholfen habe, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Video zum Abschluss einen Like gebt. Vielen Dank schon mal und macht's gut, bis zum nächsten Video.